Regierungsrätin Aurelia Frick überreichte am Mittwoch den Forschungspreis 2013 für Nachwuchsforschende an der Universität Liechtenstein. Wir haben heute Abend dürfen zum zweiten Mal den Preis, den Liechtenstein-Preis von der Universität, verleihen. Wir haben drei ganz tolle Preisträger, die haben heute Abend ihre Arbeiten vorgestellt. Es ist eine Frau, es sind zwei Männer. Und ich bin beeindruckt von den Arbeiten, aber vor allem auch von den Persönlichkeiten, die hinter diesen Arbeiten stehen. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie kann man das Denken in Prozessen mit dem Rechnungswesen vereinbaren, weil es da offensichtlich einen Nachholbedarf gibt, denn wer in Prozessen denkt, das sind Organisationen in Wirtschaft und Verwaltung. Also wenn man Organisationen schlanker machen möchte, wenn man die effizienter gestalten will, dann braucht man ja Führungsinformationen. Und die Informationen sollten eigentlich aus dem Rechnungswesen kommen. Arbeiten haben aber gezeigt, dass bisherige traditionelle Rechnungswesenansätze, die schon über 500 Jahre alt sind, eben das nicht leisten können, in Prozessen zu denken und auch prozessführungsrelevante Informationen zu liefern. Und meine Arbeit beschäftigt sich genau damit, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ich habe mich in meiner Dissertation mit der Fragestellung beschäftigt, welche Organisationskultur förderlich ist für Prozessmanagement. Prozessmanagement ist einfach das Management von Arbeitsabläufen, jetzt im Gegensatz zum Beispiel vom Management einzelner Aufgaben. Dabei ist es eben sehr wichtig, dass die Organisationskultur zum Management von Prozessen passt, was an sich schon eine bestimmte Kultur in sich birgt, das ist eine bestimmte Wertorientierung. Und dieser Fit zwischen bestehender Organisationskultur und der Kultur, die das Prozessmanagement unterstützt, führt eben dazu, dass Prozessmanagement erfolgreicher durchgeführt werden kann in Unternehmungen. Wir haben uns auf Aktienmärkten angeschaut, wie sich denn so menschliche Händler gegen computerisierte Händler schlagen. Wir sehen also in den letzten Jahrzehnten auf Aktienmärkten, dass nicht nur Menschen sich darauf tummeln, sondern eben auch Computer, die nach bestimmten Algorithmen handeln oder kaufen, verkaufen, halten. Und wir wollten jetzt schauen, wie wir Menschen denn da eben so im Vergleich zu den Computern abschneiden. Und das Ergebnis der Arbeit war, dass wir Menschen leider momentan mit unseren momentanen Strategien nicht sehr viel Erfolg gegen die computerisierten Händler haben. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist, sie zu schlagen, sondern dass wir einfach auf den meisten Märkten momentan noch nicht das richtige Mittel dazu gefunden haben. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Möglichkeiten geben, Leute, die ganz spezielle Leistung bringen, aus der Masse rauszupicken und die speziell zu fördern, denen noch spezielle Anerkennung, diesen jungen Leuten mit auf ihren Lebensweg und ihren Forschungsweg können gehen. Ich wünsche diesen drei Persönlichkeiten von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren, vor allem Forschungslebensweg.